Seine Klauen bringen selbst Metall zum Bersten. Er hat Kiefer und Zähne wie ein Krokodil. Und ein Knochensegel auf dem Rücken. Dieser Dinosaurier gehört zu den größten und gefährlichsten, die es je auf der Erde gab. Sein Name ist Spinosaurus. Nach Millionen von Jahren erwacht er erneut zum Leben. Einer der Giganten der Urzeit. Afrika. 95 Millionen Jahre vor unserer Zeit. Dinosaurier beherrschen die Erde. Paralititane sind riesige Pflanzenfresser. Ausgewachsen sind die Tiere durch ihre Größe geschützt. Das gilt jedoch nicht für den Nachwuchs. Für Raubsaurier wie den 9 Meter langen Rugops Primus sind sie leichte Beute. Schnelligkeit ist eine seiner größten Stärken. Doch diesmal trägt ein anderer den Sieg davon. Unter den Urzeitgiganten gibt es immer einen, der noch größer ist. Sein Name ist Spinosaurus. Auch wenn Tyrannosaurus Rex und Paleosaurus wesentlich berühmter sind, Spinosaurus kann es durchaus mit ihnen aufnehmen. Spinosaurus ist wirklich beeindruckend. Er ist groß, hat sich hervorragend an die herrschenden Bedingungen angepasst und sieht ziemlich beängstigend aus. Er gehört zu den Stars unter den Dinosauriern. Spinosaurus hat sich seinen Ruhm redlich verdient. Er ist groß, von bizarrer Gestalt und sehr gefährlich. Was die Spinosaurier so einzigartig macht, ist die Mischung. Sie sind alles andere als Durchschnitt. Ihre Schnauze gleicht der eines Krokodils. Manche haben Stacheln auf dem Kopf. Und ihr Hals ist im Verhältnis zum massigen Kopf erstaunlich schlank. Die Vorderextremitäten sind extrem kräftig und mit Klauen ausgestattet. Dazu kommt der für sie charakteristische Rückenkamm, auch Knochensegel genannt. Eine wirklich seltsame Mischung. Würde er heute irgendwo auftauchen, wäre ich sofort da. Ich würde ihn zu gern mal in Aktion sehen, selbst wenn er einfach nur dasteht. Einen Blick auf ein Geschöpf werfen zu können, das mit keinem heutigen vergleichbar ist, wäre phänomenal. Wieder auferstanden wäre Spinosaurus ein wandelnder Albtraum. Schließlich hätte man es mit einem 18 Meter langen Fleischfresser zu tun. Er war riesig. Der größte fleischfressende Dinosaurier, den es je gab. Er hatte einen langen Schädel mit Zähnen wie bei einem Krokodil, vordere Gliedmaßen mit riesigen Klauen und dazu diese seltsamen verlängerten Rückenwirbel, die eine Art Segel oder Flosse bildeten. Damit hob er sich von allen anderen Dinosauriern ab. Wieso weiß man so wenig über dieses erstaunliche Geschöpf? Die Antwort ist ziemlich einfach. Die fossile Beweislage ist unzureichend. Ein vollständiges Skelett wurde nie entdeckt. Es gibt lediglich Teilfunde. Will man Spinosaurus wieder zum Leben erwecken, kann man nur versuchen, ihn nachzubauen. Man kann die wenigen Knochenfunde mit Hightech analysieren.
Und mit einem Modell das Geheimnis seiner Tötungstechnik lüften. Die Form der Zähne zum Beispiel. Wie durchbohrten sie das Fleisch? Und die Kiefer? Wie hat er zugepackt? Wie tief drangen die Klauen? Im Grunde wissen wir nur, dass er unheimlich war und groß. Hier nahm die Geschichte des Spinosaurus ihren Anfang, im ägyptischen Teil der Sahara. Zwischen 1909 und 1914 stieß der deutsche Paläontologe Ernst Stromer auf die ersten und bislang einzigen Überreste von Spinosaurus. So sah Stromers Karte aus. Hier verläuft der Nil, vom Mittelmeer bis zum heutigen Sudan. Diese Straße führt von Kairo bis zur Oase Baharia. Dieses Foto zeigt den Gebel Ed-Dist, den Berg, den Stromer in seinen Tagebüchern beschrieben hat. Die Fund- und Ausgrabungsstelle liegt etwa hier, ganz in der Nähe. Stromer brachte die Fossilien ins Bayerische Naturkundemuseum und verschaffte der Welt einen ersten Eindruck vom Aussehen dieses ungewöhnlichen Tieres. Dieses Foto zeigt, wie die Überreste des Spinosaurus aegyptiacus in München präsentiert wurden. Aufgrund der Dornfortsätze nennt man Spinosaurus auch Dornenechse. Hier sieht man die Rückenwirbel mitsamt der imposanten Fortsätze. Der hier misst etwa 1,65 Meter. Der Unterkiefer gleicht dem eines Krokodils. Ein wirklich beeindruckender Fund. Zumal es die einzigen Spinosaurierfossilien sind, die je gefunden wurden. Diese Abbildung vermittelt einen sehr guten Gesamteindruck. Man kann sehen, welche Wirbel Stromer hatte und welche ergänzt werden mussten. Neben dem Unterkiefer existierten einige Halswirbel. Die Fortsätze an den Rückenwirbeln sind bis zu 1,80 Meter lang. Ein paar Schwanzwirbel gab es auch. Von den Extremitäten war nichts erhalten. In diesem Punkt musste man sich an seinen nächsten Verwandten orientieren. An der aufrechten Körperhaltung erkennt man, dass es sich um eine ältere Rekonstruktion handelt. So hat man Dinosaurier während der Stummfilmzeit porträtiert. Heute würde man die Hüfte parallel zum Boden verlaufen lassen. Körper, Schwanz und Hals wären eher in der Waagrechten. Leider blieben die Überreste nicht lange erhalten. Das leidvolle 20. Jahrhundert kollidierte mit der Urzeit. Während des Zweiten Weltkriegs bombardierten die Alliierten neben Industrieanlagen auch andere kriegswichtige Ziele. Leider lag das Museum nicht weit weg von der Zentrale der NSDAP. Am 27. April 1944 bombardierten die Alliierten München und zerstörten dabei auch das Museum. 95 Millionen Jahre hatten Spinosaurus-Überreste überstanden. Dann wurden sie durch den Krieg zerstört. Da nur wenige Teile des Originalskeletts gefunden wurden, lässt es sich ziemlich schwer rekonstruieren. Uns fehlt das entsprechende Bindeglied. Diese Fotos sind alles, was vom damaligen Fund übrig geblieben ist. Sie sollen als Grundlage dienen, um den Urzeitgiganten wieder auferstehen zu lassen. Viele Fragen sind bislang offen. Wie zum Beispiel hat Spinosaurus seine Beute gejagt und getötet? Warum unterscheidet sich sein Gebiss so sehr von dem anderer Raubsaurier? Besonders untypisch ist die lange krokodilähnliche Schnauze mit den kegelförmigen Zähnen. Völlig anders als bei einem T-Rex. Warum waren seine Vorderextremitäten derart ausgeprägt? The claws
Die Klauen von Spinosaurus waren die reinsten Fleischerhaken. Im Schlachthof oder beim Metzger würde man heute am ehesten das passende Pendant finden. Und was hatte es mit den merkwürdigen Dornfortsätzen auf sich? Die langen Wirbelfortsätze bilden ein flossenartiges Segel auf dem Rücken. Es ist vergleichsweise schmal. Wozu dient es? Die Antwort darauf liegt 95 Millionen Jahre zurück. Damals sah die Erde noch ganz anders aus. Die Wüste Sahara war seinerzeit ein riesiger Mangrovensumpf. Das heiße Klima ließ unzählige Pflanzen und Tierarten gedeihen. Spinosaurier lebten vor etwa 95 Millionen Jahren. Das Klima war wesentlich heißer als heute und der Meeresspiegel lag 90 Meter über dem jetzigen. Große Teile der Kontinente waren von Wasser bedeckt, das damalige Binnenmeer bedeckte Teile des heutigen Ägyptens. Im Küstenbereich wuchsen baumartige Salzpflanzen. Solche Mangrovenwälder bilden sich ausschließlich im Gezeitenbereich. Dort war der Spinosaurier zu Hause. Der Lebensraum hatte viel zu bieten, barg aber auch Probleme, da es nicht viel Trinkwasser gab. Beute gab es in Hülle und Fülle, aber auch jede Menge Konkurrenz. Spinosaurus war sicher einer der Top-Räuber, aber er war nicht allein. In seinem Umfeld gab es etliche große Raubsaurier, vermutlich noch mehr Arten, als wir bislang kennen. Zu den größten Pflanzenfressern unter den Dinosauriern gehörte der Paralititan, ein bis zu 80 Tonnen schwerer Koloss, der ständig auf Nahrungssuche war. Ken Lecovera und Matt Lemana waren dabei, als im Jahr 2000 das Teilskelett eines Paralititans in Ägypten gefunden wurde. Der Vorderbeinknochen, den sie fanden, maß über 2 Meter. In dieser Gewichtsklasse dreht sich alles ums Fressen. Sie dürften den ganzen Tag lang nichts anderes getan haben. Jüngsten Untersuchungen zufolge haben die meisten pflanzenfressenden Dinosaurier gut 80% ihrer Größe nach etwa 25 Jahren erreicht. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Tier, das aus einem volleyballgroßen Ei stammt, entwickelt sich in 25 Jahren zu einem 60 Tonnen schweren Koloss. Erstaunlich. Spinosaurus teilte sich seinen Lebensraum mit extrem großen Pflanzenfressern, vermutlich seine Hauptnahrungsquelle. Es gab allerdings harte Konkurrenz. Zu Spinosaurus' Hauptrivalen gehörte ein riesiger Räuber namens Carcharodontosaurus. Seine Zähne glichen denen eines Hais. Eine Art landlebender Hai, furchteinflößend und mit einem riesigen Kiefer. In Küstennähe lauerten außerdem Krokodile, die so groß waren wie ein Omnibus. Sie dürften alles gejagt haben, sogar Dinosaurier. Am mächtigsten war jedoch er, Spinosaurus. Was machte ihn so überlegen? Die fossile Beweislage ist zwar dürftig, die Konkurrenz jedoch bekannt. Von den Kiefern ist genug erhalten, um einen Nachbau zu wagen. Auch die Klauen nehmen bereits Form an. Hier erwacht ein Gigant zum Leben, der selbst T-Rex in den Schatten stellte. 95 Millionen Jahre war Spinosaurus von der Erde verschwunden. Nun kehrt er zurück.
Wir Menschen hatten Glück. Diesen gigantischen Räuber haben wir um 95 Millionen Jahre verpasst. Spinosaurus war unter den fleischfressenden Dinosauriern der größte. Trotzdem ist er weitgehend in Vergessenheit geraten. Das liegt vor allem daran, dass die wenigen Fossilienfunde, die es von ihm gab, im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden. Ohne greifbare Beweise blieb das meiste, was man über Spinosaurus sagen konnte, reine Spekulation. Zahlreiche Forscher versuchen jedoch, mehr über diesen Urzeitgiganten herauszufinden. Als Paläontologe muss man den unterschiedlichsten Beweisen nachgehen, um ein fossiles Tier zu rekonstruieren. Man kann sich zum Beispiel seine nächsten Verwandten, also Vögel und Krokodile, ansehen und entsprechende Rückschlüsse ziehen. So lassen sich selbst ausgestorbene Tiere wieder zum Leben erwecken. Spinosaurus war jedoch mit keinem anderen Dinosaurier zu vergleichen und schien dazu verdammt, ein ewiges Rätsel zu bleiben. Bis schließlich doch das fehlende Bindeglied gefunden wurde. Überraschenderweise nicht in Afrika, sondern über 3000 Kilometer entfernt in England. 1983 entdeckte der Hobbypaläontologe William Walker in der Nähe von Dorking die riesige Kralle eines Raubsauriers namens Baryonyx. Baryonyx war ein ziemlich ungewöhnlicher Dinosaurier. Er besaß eine lange, zahnreiche Schnauze und sehr kräftige Vorderextremitäten mit einer riesigen Sichelkralle. Die gebogene Kralle war eine recht eigentümliche Waffe, die den Forschern bekannt vorkam. Es gab verblüffende Parallelen zwischen der englischen Neuentdeckung und Spinosaurus. Die Paläontologen stellten fest, dass Baryonyx und Spinosaurus nahe Verwandte waren. Wir können die umfangreichen Informationen über Baryonyx nutzen, um unsere Wissenslücken im Fall Spinosaurus zu schließen. Baryonyx ist eine Art Miniaturausgabe von Spinosaurus, nur ohne Segel. Dank dieser Vorlage ließ sich endlich auch das Skelett von Spinosaurus rekonstruieren, der sich als wahrer Gigant erwies. Lange Vorderextremitäten, knapp 40 cm lange Krallen und ein geschätztes Höchstgewicht von 9 Tonnen. Spinosaurus war fast so lang wie ein Sattelschlepper und wog über eine Tonne mehr. Mit seiner Statur stellte er den legendären T-Rex ebenso in den Schatten wie jeden anderen Raubsaurier. Noch wichtiger als die Größe sind allerdings seine Waffen. Um hinter das Geheimnis seiner Tötungstechnik zu kommen, soll ein entsprechender Nachbau helfen. Besonders aufschlussreich ist für Paläontologen in diesem Zusammenhang das Gebiss. Sie untersuchen die Zähne ähnlich wie die Polizei es bei einer Mordwaffe tut. Länge, Form, Zahl der Zähne, die Art, wie sie im Kiefer ausgerichtet sind, daraus lässt sich ableiten, wie ein Tier seine Beute tötet. Im Fall Spinosaurus war die Spur jedoch seit Jahren erkaltet, da keine Zähne mehr erhalten waren. Doch dann ereignete sich ein Glücksfall für die Forschung. 1975 wurden Spinosaurus-Fossilien in der Kemkem-Region in Marokko entdeckt. Zu den Fundstücken gehörte auch ein Teil des Kiefers samt Zähnen. Im Naturkundemuseum von Mailand wurden die Zähne von Cristiano Dal Sasso und seinem Team untersucht. Die Paläontologen stellten fest,
dass Form und Abstand der Zähne optimal waren, um sich die Beute zu schnappen und sie festzuhalten. Anders als bei T-Rex, der seine Zähne mit unglaublicher Wucht in die Beute schlug und sie dann zurückzog. Der Schädel von T-Rex ist eher kompakt und darauf ausgerichtet, kraftvoll zuzubeißen. Bei Spinosaurus sieht es deutlich anders aus. Dieser Schädel ist nicht für große Krafteinwirkung gemacht. Die Zähne eignen sich besser zum Schnappen und Festhalten. T-Rex ging in zwei Stufen vor. Erst rammte er die Zähne in den Körper seiner Beute, dann zerriss er sie. Wie ging dagegen Spinosaurus vor? Verfügte er neben den Zähnen über eine Geheimwaffe? Waren es vielleicht seine Klauen? Um das herauszufinden, gibt es nur eine Möglichkeit. Um den größten fleischfressenden Dinosaurier der Erde wieder auferstehen zu lassen, müssen die Forscher neue Wege beschreiten. Genau das hat sich ein Team von Wissenschaftlern zur Aufgabe gemacht. Sie wollen herausfinden, wie er gelebt, gejagt und getötet hat. Im Keller des Naturkundemuseums von Mailand hat der Paläontologe Simone Maganuko die wenigen erhaltenen Wirbel von Spinosaurus untersucht, um die Biomechanik seines Skeletts zu entschlüsseln. Dieser Fossilfund ist so kostbar, weil alles andere im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Zum ersten Mal können wir die Wirbelsäule eines Spinosaurus sehen und anfassen. Einen Dinosaurier wieder auferstehen zu lassen, ist ohnehin schon schwer. Erst recht, wenn man ohne die ursprünglichen Knochen auskommen muss. Dank einiger Schädelfragmente weiß man inzwischen, dass Spinosaurus anders als andere große Dinosaurier zubiss. Um Panzerplatten, Knochen und Fleisch zu zerreißen, waren seine Zähne denkbar ungeeignet. Die kegelförmigen Zähne waren bis zu 25 cm lang, vielleicht sogar länger. Sie steckten in extrem kräftigen Kiefern und waren eine äußerst unangenehme Waffe. Wie zerriss er damit seine Beute? Die Antwort darauf findet sich nicht im Museum, sondern im Krokodilgehege. Der Biologe Kent Fleet sieht zwischen Spinosaurus und heutigen Krokodilen viele Parallelen. Wenn man diesen Schädel mit dem von Spinosaurus vergleicht, sieht man, dass beide einen ziemlich flachen Schädel mit einer langen, schlanken Schnauze haben. Dazu kommen die kegelförmigen Zähne. Krokodile haben die stärkste Beißkraft, die je bei Tieren gemessen wurde. Sie haben enorm kräftige Kiefer. Allerdings sind ihre Zähne nicht dafür gemacht, ein Beutetier in mundgerechte Stücke zu reißen. Wenn sie nicht mit den Zähnen töten, wie dann? Sie packen die Beute und drehen sich in der sogenannten Todesrolle. Allein durch die Körpermasse wird das Opfer in Stücke gerissen. Ein Beutetier auf diese Art zu zerreißen, ist brutal, aber effektiv. Spinosaurus war für diese Technik viel zu groß. Krokodile haben allerdings noch einen Trick. Große Beutetiere packen sie oft an einem der Gliedmaßen. Sie hieven das Tier aus dem Wasser und schleudern es heftig hin und her. Die Massenträgheit des Beutetiers lässt das Bein abreißen. Das wird je nach Bedarf wiederholt. Krokodile zerschleudern ihre Beute also. Spinosaurus dürfte es ähnlich gemacht haben.
Sobald Spinosaurus sein Opfer zu fassen bekam, haben es die kegelförmigen Zähne durchbohrt. Vermutlich hat er es hin und her geschleudert und dadurch in Stücke gerissen. Außerdem dürfte dabei der Hals des Opfers gebrochen sein. Wenn er es gepackt hatte, war es mit dem Opfer ziemlich schnell zu Ende. Spinosaurus war dreimal so lang wie das größte heute lebende Krokodil und sechsmal so schwer. Entsprechend riesig war auch seine Kraft. Dazu kam ein weiterer Vorteil. Trotz seiner Größe war Spinosaurus schneller als jedes seiner Beutetiere. Das musste er auch sein. Der Raubsaurier hatte jede Menge Konkurrenz. Und selbst schwerfällige Beutetiere wie der Paralititan waren erstaunlich gut gewappnet. Sie setzten ihren Schwanz wie eine riesige Keule ein. Ein Hieb mit dieser Waffe glich einem Schlag mit einem Telefonmast. Wie schafft es ein 9 Tonnen schwerer, 18 Meter langer Gigant mit einem Segel auf dem Rücken trotzdem schnell und wendig zu sein? Die Antwort liegt in seinen Füßen. Es sind zwar keine Beine von Spinosaurus erhalten, aber durch seine nächsten Verwandten wissen wir, dass er beim Laufen mit den drei mittleren Zehen auftrat. Durch diese Anpassung konnte er sich schneller fortbewegen. Bei den Füßen eines fleischfressenden Dinosauriers ging es vor allem ums Vorankommen. Wenn der 9 Tonnen schwere Koloss auf Beutezug war, mussten seine Hüften und Beinknochen enormen Belastungen standhalten. Hüft- und Oberschenkelknochen sind im Muskelansatzbereich extrem verstärkt, so wie die Träger einer Brücke. Im Zusammenspiel mit den riesigen Beinmuskeln ist dieser Aufbau enorm effizient. Gut bewegliche Füße, gewaltige Schenkel und verstärkte Hüften machten Spinosaurus zu einem exzellenten Läufer. Wäre er hinter uns her gewesen, hätte uns nur ein Versteck gerettet. Einen normalen Läufer würde er kriegen, es sei denn, man ist Olympiaathlet. Dann hätte man vielleicht eine Chance, ihm zu entkommen. Leider haben wir genau die richtige Größe, um von ihm geschnappt zu werden. Dinosaurier waren ziemlich schnell verglichen mit vielen heutigen Tieren. Sie hätten jeden von uns gekriegt. Spinosaurus muss ein agiler und brutaler Gegner gewesen sein. Schnell genug, seine Beute zu jagen und stark genug, sie in Stücke zu schleudern. Doch der Fall Spinosaurus birgt noch mehr Geheimnisse. Seine Vorderextremitäten mündeten in riesige, fleischerhakenähnliche Klauen. Wie hat er sie eingesetzt? Und wie viel Schaden konnten sie anrichten? Obwohl er einer der größten Raubsaurier der Erde war, haben nur wenige je von Spinosaurus gehört. Zum Glück mussten wir nie mit ihm Bekanntschaft machen. Mitverantwortlich für die Effektivität seiner Jagdmethode ist sicher der 1,80 Meter lange Kiefer. Dazu kamen die riesigen, rasiermesserscharfen Klauen an den vorderen Extremitäten. Die meisten fleischfressenden Dinosaurier hatten nur sehr kurze Vordergliedmaßen. Verglichen damit wirkte Spinosaurus wie ein Bodybuilder. Die großen Landraubtiere von heute, ob Eisbär, Grizzly oder sibirischer Tiger, besitzen Klauen, mit denen sie einem Menschen ziemlich schnell den Garaus machen können. Trotzdem wirken sie nahezu lächerlich neben denen von Spinosaurus.
Sind Sie der Grund dafür, dass es der Saurier zum Top-Räuber gebracht hat? In einer Werkstatt bei Los Angeles haben sich Wissenschaftler und Special Effects Designer zusammengetan, um ein einzigartiges Experiment zu wagen. Der Paläontologe Dr. Matt LaManna und das Special Effects Team von Ken Hicks erwecken Spinosaurus wieder zum Leben. Diese Rekonstruktion orientiert sich am größten bekannten Exemplar. Hier entsteht die lebensgroße, stählerne Kopie eines Spinosaurus-Unterarms samt Klaue. Knapp 2,20 Meter lang. Wir werden mit dem Nachbau einige Gegenstände zerschmettern, um herauszufinden, welchen Schaden das Original damals wohl bei potenziellen Beutetieren angerichtet hat. Ausgehend von Spinosaurus' kleinerem Verwandten Baryonyx konnte LaManna das Team mit einer detaillierten Vorlage für das Stahlmodell versorgen. Die Proportionen sehen stimmig aus, genau nach Plan. Wir sind auf 2,10 Meter gegangen, getreu dem Maßstab. Angetrieben wird die riesige Stahlklaue mit Druckluft. Die Gesamtkonstruktion wird mit 17 massiven Schraubbolzen im Betonboden verankert. Falls sie sich löst, besteht Lebensgefahr. Der Radius beträgt 2,10 Meter. Die Spitze wird sich deutlich schneller bewegen als der Arm am Ansatz. Die tatsächliche Kraft des Sauriers lässt sich nur schwer abschätzen. Die Größe des Modells dürfte jedoch zutreffen. Gefährlich wird es, wenn die Klaue zurückschnellt und man nicht aufpasst. So wie der Baum auf einem Segelboot. Wenn man gerade nicht hinsieht und er umschlägt, haut er einen um. Von Spinosaurus selbst sind keine Vorderextremitäten erhalten, wohl aber von einigen verwandten Dinosauriern. Durch den Abgleich wissen wir, dass Spinosaurus etwa 50% größer war als sein größter Verwandter. Wenn man die Proportionen überträgt und hochrechnet, kommt das hier dabei heraus. Die ersten Opfer sind zwei große Blöcke aus ballistischer Gelatine. Das Material simuliert Haut und Muskelschicht eines Dinosauriers. Hier sieht man, was für große Wunden die Kralle dem simulierten Körper zufügt. Sie dringt ziemlich tief ein, schon wenn nur ich sie bewege. Endlich ist es soweit. Das war's dann. Mit Schleimspur. Eigentlich hatte ich erwartet, dass es spritzt, aber das Ergebnis ist trotzdem beeindruckend. Hier sieht man, wie tief die Wunde geht. Ein Treffer damit dürfte eine üble Verletzung hinterlassen haben. Jetzt legt das Team nach. Mit dem nächsten Test wollen sie die Grenzen von Spinosaurus' Schlagkraft ausloten. Fleisch mag für seine Klauen ein leichtes gewesen sein. Aber galt das auch für die Panzerhaut prähistorischer Beutetiere? Im zweiten Versuch tritt der Spinosaurier-Nachbau gegen Stahl an. Zeit für die Autotür.
Die mechanische Klaue besitzt eine Schlagkraft von mehr als 2 Tonnen. Da gibt selbst Stahl nach. Dieses Tier dürfte mit seinen riesigen Klauen immer wieder zugeschlagen haben. Nachdem wir gesehen haben, welchen Schaden schon das Modell anrichten kann, mag man sich kaum vorstellen, was die echte Kreatur drauf hatte. Was Spinosaurus wohl mit einem Menschen angestellt hätte. Kein Tier wollte damit Bekanntschaft machen. Eine Frage ist aber immer noch ungeklärt. Wozu diente das riesige Segel auf Spinosaurus Rücken? Auch darauf ist bei diesem Urzeitmonstrum die Antwort überraschend. Er sieht zwar aus, als käme er aus einem japanischen Monsterfilm, doch Spinosaurus ist kein Fantasiegeschöpf. Diese Ausgabe von Godzilla hat tatsächlich einmal die Erde beherrscht. Auch wenn die fossile Beweislage in seinem Fall leider sehr dürftig ist. Die Zerstörung des Originalskeletts war ein großer Verlust für die Wissenschaft. Jahrzehntelang ist Spinosaurus in Vergessenheit geraten, weil wir seine Knochen nicht untersuchen konnten. Trotz der wenigen erhaltenen Fundstücke konnte Spinosaurus mittlerweile ziemlich gut rekonstruiert werden. Den letzten Punkt gilt es nun zu klären, nämlich welchen Zweck das für ihn charakteristische Rückensegel erfüllte. Oft gibt es hilfreiche Parallelen zwischen heutigen und prähistorischen Tieren, in diesem Fall jedoch nicht. Da es auf der Welt heute nichts Vergleichbares gibt, können die Paläontologen über die Funktion nur spekulieren. Wozu mag das Segel gedient haben? Ein möglicher Ansatzpunkt liegt in den extremen Klimabedingungen. Es war damals wesentlich heißer als heute. Ein Tier, das sich viel bewegt, muss dringend für Kühlung sorgen. Ein prähistorischer Räuber wie Spinosaurus war ständig in Bewegung. In der Tierwelt gibt es verschiedene Kühlungsmethoden. Elefanten zum Beispiel fächeln mit den Ohren, um Wärme abzugeben. Spinosaurus Knochensegel könnte eine ähnliche Funktion gehabt haben. Das Segel hat eine große Oberfläche und kann darüber Wärme abgeben. Heißes Blut, das durch die Haut über dem Knochensegel fließt, wird auf diese Weise heruntergekühlt. Eine andere Theorie besagt, dass das Segel nicht der Kühlung diente, sondern ein besonders schmückendes männliches Attribut war. In der Tierwelt ist es weit verbreitet, dass Männchen mit imposantem Geweih oder prächtigem Gefieder protzen, um die Weibchen zu beeindrucken. Spinosaurus-Segel könnte das Pendant zum Pfauenschwanz gewesen sein. Vielleicht haben sie sich damit voreinander aufgespielt, um klarzumachen, wer der Beste ist oder den meisten Schlag bei den Mädels hat. Da bislang nur ein Skelett gefunden wurde, lässt sich allerdings nicht sagen, ob bloß die Männchen ein Segel besaßen. Inzwischen gibt es eine dritte Theorie über den Zweck des Segels. Aufgestellt von italienischen Wissenschaftlern, die sich eingehend mit den Fossilien beschäftigt haben. Sie dreht sich ums Fischefangen. Die Paläontologen vermuten, dass Spinosaurus mit Vorliebe auf Fischfang ging und das Segel dabei als Köder benutzte. Manche fischfressende Vögel spreizen ihre Flügel, um Schatten zu werfen, während sie im Wasser stehen. Fische werden durch die dunklen Zonen angezogen. Sobald sie in die Nähe schwimmen, schlagen die Vögel zu. Hat Spinosaurus sein flossenartiges Segel auf ähnliche Weise genutzt?
Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, haben Cristiano Dal Sasso und seine Kollegen die Fossilien erneut untersucht. Dabei machten sie eine spannende Entdeckung. Die Schnauze weist zahlreiche Vertiefungen auf, die bislang nur bei Spinosauriern gefunden wurden. Wozu dienten sie? Aufschluss darüber gibt erneut das heutige Krokodil. In den letzten Jahren hat man festgestellt, dass Krokodilartige, wie etwa Alligatoren, solche Vertiefungen besitzen. Über die darin verborgenen Rezeptoren nehmen sie Bewegungen im Wasser wahr. Dieselben Vertiefungen finden sich auch bei Spinosaurus. Es liegt also nahe, dass er mit einem ähnlichen Sinn ausgestattet war. Wie lässt sich feststellen, ob Spinosaurus über einen sechsten Sinn verfügte? Wie schaut man in einen 95 Millionen Jahre alten Schädel? Die italienischen Wissenschaftler ließen eine CT-Aufnahme vom Kopf des Sauriers machen. Die Aufnahme zeigte, dass sämtliche Vertiefungen am Ende der Schnauze in eine Art Kanal mündeten. Dal Sasso und seine Kollegen vermuten, dass darin Nervenbahnen verliefen. Noch ist man nicht sicher. Erst nähere Untersuchungen werden zeigen, ob die Vertiefungen demselben Zweck wie bei den Krokodilen dienten. Da der Schädel nicht nur dieselben Vertiefungen, sondern viele Parallelen zu dem eines Krokodils aufweist, liegt die Vermutung nahe, dass sich Spinosaurus auch ähnlich verhalten haben könnte. Vielleicht war der lange, flache Schädel aus denselben Gründen so geformt wie beim Krokodil. Er ist extrem praktisch, um Fische zu fangen und zu fressen. Mit seinen extrem scharfen Krallen war es für Spinosaurus ein leichtes, sein Opfer aufzuschlitzen. Und offenbar war der größte landlebende Raubsaurier auch im Wasser in seinem Element. Spinosaurus war anpassungsfähig und anscheinend unbesiegbar. Kein Tier war vor ihm sicher, weder an Land noch im Wasser. Eine Schwachstelle besaß er jedoch. Und so kam es, dass seine Herrschaft schließlich doch ihr Ende fand. Noch war dieser Tag aber nicht gekommen. Spinosaurus war nach wie vor unbestrittener Herrscher unter den Dinosauriern. Kein anderer war so groß wie er. Selbst ein so riesiges Geschöpf wie der Carcharodontosaurus war keine Bedrohung für ihn. Spinosaurus dürfte Carcharodontosaurus problemlos die Beute abgejagt haben. Für einen Raubsaurier war Spinosaurus perfekt ausgestattet. Kiefer, Klauen, Zähne und seine Schnelligkeit machten ihn zum Top-Räuber der Kreidezeit. Trotzdem verschwindet er vor etwa 95 Millionen Jahren urplötzlich von der Erde. Warum? Spinosaurus war der letzte seiner Art und bis dahin sehr erfolgreich. Doch die Welt um ihn herum veränderte sich und er passte sich nicht an. Erdbeben und Vulkanausbrüche lösten einen Temperatursturz aus. Das Meer ging zurück. Spinosaurus' Welt war nicht mehr dieselbe.
Der Meeresspiegel sank und Spinosaurus' Lebensraum schrumpfte. Ein Organismus kann sich in seiner ökologischen Nische noch so gut eingerichtet haben. Nach 1 Million Jahre gerät irgendetwas aus dem Gleichgewicht und weg ist er. Wenn für Spinosaurus oder Carcharodontosaurus nicht mehr genug Nahrung da ist, bleibt der Nachwuchs aus. Für einen Rugops reicht die Nahrung allemal, da er wesentlich kleiner ist. Er wächst heran, pflanzt sich fort. Seine Nachkommen fressen alles, was noch da ist. Und so kommt es, dass Spinosaurus und Carcharodontosaurus verschwinden. Die kleineren Fleischfresser haben die Durststrecke ziemlich gut überstanden. Bis zu dem Zeitpunkt, als der Asteroid einschlug. Danach war das Schicksal der großen Fleischfresser besiegelt. Es gab einfach nicht genug Nahrung für sie. Als erste starben die großen Pflanzenfresser aus, wie Paralititanen. Entsprechend schwierig wurde es für Spinosaurus, Beute zu finden. Dabei braucht ein so großes Tier ständig Nachschub. Seine einst so vorteilhafte Größe wird zu einem riesigen Problem. Er war spezialisiert auf die Jagd nach großen Beutetieren. Kleinere Raubsaurier wie Rugops kamen mit den veränderten Bedingungen zurecht. Spinosaurus musste sich aufs Aasfressen verlegen und es mit einem Rudel deutlich flinkerer Konkurrenten aufnehmen. Der einst unbesiegbare Gigant kämpfte um sein Überleben. Und er hatte eine wesentliche Schwachstelle. Die Dornfortsätze waren mit der Wirbelsäule verschmolzen. Wenn er umkippte, war er dem Tod geweiht. Wozu das Knochensegel auch gedient haben mag, Kühlvorrichtung, Lockmittel oder Fischfangutensil. Es wurde zum Symbol für ein Geschöpf, das zu groß und zu spezialisiert war, um sich an die neuen Verhältnisse anzupassen. Als sich die Welt veränderte, konnte Spinosaurus nicht Schritt halten. Spinosaurus' Anpassungen und seine Größe sicherten ihm lange Zeit Erfolg. Als sich die Zeiten und seine Umgebung änderten, verkehrte sich das Ganze ins Gegenteil. Seine Größe und sein spezieller Körperbau waren nicht mehr adäquat. Er war zu groß, um zu überleben. Spinosaurus war der größte fleischfressende Dinosaurier, der je auf dieser Erde gelebt hat. Ein Urzeitgigant, der aussah wie aus einem Horrorfilm. Ausgestattet mit einer enormen Schlagkraft. Ein 95 Millionen Jahre altes Geschöpf, das zu Unrecht in Vergessenheit geriet und einen Platz unter den Top-Dinosauriern verdient hätte. Welche Urzeitgiganten wohl noch darauf warten, von uns wiederentdeckt zu werden? Untersuchungen werden zeigen, ob die Vertiefungen demselben Zweck wie bei den Krokodilen dienten. Da der Schädel nicht nur dieselben Vertiefungen, sondern viele Parallelen zu dem eines Krokodils aufweist, liegt die Vermutung nahe, dass sich Spinosaurus auch ähnlich verhalten haben könnte. Vielleicht war der lange, flache Schädel aus denselben Gründen so geformt wie beim Krokodil. Er ist extrem praktisch, um Fische zu fangen und zu fressen.
Mit seinen extrem scharfen Krallen war es für Spinosaurus ein leichtes, sein Opfer aufzuschlitzen. Und offenbar war der größte landlebende Raubsaurier auch im Wasser in seinem Element. Spinosaurus war anpassungsfähig und anscheinend unbesiegbar. Kein Tier war vor ihm sicher, weder an Land noch im Wasser. Eine Schwachstelle besaß er jedoch. Und so kam es, dass seine Herrschaft schließlich doch ihr Ende fand. Noch war dieser Tag aber nicht gekommen. Spinosaurus war nach wie vor unbestrittener Herrscher unter den Dinosauriern. Kein anderer war so groß wie er. Selbst ein so riesiges Geschöpf wie der Carcharodontosaurus war keine Bedrohung für ihn. Spinosaurus dürfte Carcharodontosaurus problemlos die Beute abgejagt haben. Für einen Raubsaurier war Spinosaurus perfekt ausgestattet. Kiefer, Klauen, Zähne und seine Schnelligkeit machten ihn zum Top-Räuber der Kreidezeit. Trotzdem verschwindet er vor etwa 95 Millionen Jahren urplötzlich von der Erde. Warum? Spinosaurus war der letzte seiner Art und bis dahin sehr erfolgreich. Doch die Welt um ihn herum veränderte sich und er passte sich nicht an. Erdbeben und Vulkanausbrüche lösten einen Temperatursturz aus. Das Meer ging zurück. Spinosaurus' Welt war nicht mehr dieselbe. Lage in seinem Fall leider sehr dürftig ist. Die Zerstörung des Originalskeletts war ein großer Verlust für die Wissenschaft. Jahrzehntelang ist Spinosaurus in Vergessenheit geraten, weil wir seine Knochen nicht untersuchen konnten. Trotz der wenigen erhaltenen Fundstücke konnte Spinosaurus mittlerweile ziemlich gut rekonstruiert werden. Den letzten Punkt gilt es nun zu klären, nämlich welchen Zweck das für ihn charakteristische Rückensegel erfüllte. Oft gibt es hilfreiche Parallelen zwischen heutigen und prähistorischen Tieren, in diesem Fall jedoch nicht. Da es auf der Welt heute nichts Vergleichbares gibt, können die Paläontologen über die Funktion nur spekulieren. Wozu mag das Segel gedient haben? Ein möglicher Ansatzpunkt liegt in den extremen Klimabedingungen. Es war damals wesentlich heißer als heute. Ein Tier, das sich viel bewegt, muss dringend für Kühlung sorgen. Ein prähistorischer Räuber wie Spinosaurus war ständig in Bewegung. In der Tierwelt gibt es verschiedene Kühlungsmethoden. Elefanten zum Beispiel fächeln mit den Ohren, um Wärme abzugeben. Spinosaurus' Knochensegel könnte eine ähnliche Funktion gehabt haben. Das Segel hat eine große Oberfläche und kann darüber Wärme abgeben. Heißes Blut, das durch die Haut über dem Knochensegel fließt, wird auf diese Weise heruntergekühlt. Eine andere Theorie besagt, dass das Segel nicht der Kühlung diente, sondern ein besonders schmückendes männliches Attribut war. In der Tierwelt ist es weit verbreitet, dass Männchen mit imposantem Geweih oder prächtigem Gefieder protzen, um die Weibchen zu beeindrucken. Spinosaurus-Segel könnte das Pendant zum Pfauenschwanz gewesen sein.
Vielleicht haben sie sich damit voreinander aufgespielt, um klarzumachen, wer der Beste ist oder den meisten Schlag bei den Mädels hat. Da bislang nur ein Skelett gefunden wurde, lässt sich allerdings nicht sagen, ob bloß die Männchen ein Segel besaßen. Inzwischen gibt es eine dritte Theorie über den Zweck des Segels, aufgestellt von italienischen Wissenschaftlern, die sich eingehend mit den Fossilien beschäftigt haben. Trotzdem wirken sie nahezu lächerlich neben denen von Spinosaurus. Sind sie der Grund dafür, dass es der Saurier zum Top-Räuber gebracht hat? In einer Werkstatt bei Los Angeles haben sich Wissenschaftler und Special Effects Designer zusammengetan, um ein einzigartiges Experiment zu wagen. Der Paläontologe Dr. Matt LaManna und das Special Effects Team von Ken Hicks erwecken Spinosaurus wieder zum Leben. Diese Rekonstruktion orientiert sich am größten bekannten Exemplar. Hier entsteht die lebensgroße, stählerne Kopie eines Spinosaurus-Unterarms samt Klaue. Knapp 2,20 Meter lang. Wir werden mit dem Nachbau einige Gegenstände zerschmettern, um herauszufinden, welchen Schaden das Original damals wohl bei potenziellen Beutetieren angerichtet hat. Ausgehend von Spinosaurus' kleinerem Verwandten Baryonyx konnte LaManna das Team mit einer detaillierten Vorlage für das Stahlmodell versorgen. Die Proportionen sehen stimmig aus, genau nach Plan. Wir sind auf 2,10 Meter gegangen, getreu dem Maßstab. Angetrieben wird die riesige Stahlklaue mit Druckluft. Die Gesamtkonstruktion wird mit 17 massiven Schraubbolzen im Betonboden verankert. Falls sie sich löst, besteht Lebensgefahr. Der Radius beträgt 2,10 Meter. Die Spitze wird sich deutlich schneller bewegen als der Arm am Ansatz. Die tatsächliche Kraft des Sauriers lässt sich nur schwer abschätzen. Die Größe des Modells dürfte jedoch zutreffen. Gefährlich wird es, wenn die Klaue zurückschnellt und man nicht aufpasst. So wie der Baum auf einem Segelboot. Wenn man gerade nicht hinsieht und er umschlägt, haut er einen um. Von Spinosaurus selbst sind keine Vorderextremitäten erhalten, wohl aber von einigen verwandten Dinosauriern. Durch den Abgleich wissen wir, dass Spinosaurus etwa die riesigen, rasiermesserscharfen Klauen an den vorderen Extremitäten. Die meisten fleischfressenden Dinosaurier hatten nur sehr kurze Vordergliedmaßen. Verglichen damit wirkte Spinosaurus wie ein Bodybuilder. Die großen Landraubtiere von heute, ob Eisbär, Grizzly oder sibirischer Tiger, besitzen Klauen, mit denen sie einem Menschen ziemlich schnell den Garaus machen können. Trotzdem wirken sie nahezu lächerlich neben denen von Spinosaurus. Sind sie der Grund dafür, dass es der Saurier zum Top-Räuber gebracht hat? In einer Werkstatt bei Los Angeles haben sich Wissenschaftler und Special Effects Designer zusammengetan, um ein einzigartiges Experiment zu wagen. Der Paläontologe Dr. Matt LaManna und das Special Effects Team von Ken Hicks erwecken Spinosaurus wieder zum Leben.
Diese Rekonstruktion orientiert sich am größten bekannten Exemplar. Hier entsteht die lebensgroße, stählerne Kopie eines Spinosaurus-Unterarms samt Klaue. Knapp 2,20 Meter lang. Wir werden mit dem Nachbau einige Gegenstände zerschmettern, um herauszufinden, welchen Schaden das Original damals wohl bei potenziellen Beutetieren angerichtet hat. Ausgehend von Spinosaurus' kleinerem Verwandten Baryonyx konnte Lamana das Team mit einer detaillierten Vorlage für das Stahlmodell versorgen. Die Proportionen sehen stimmig aus, genau nach Plan. Wir sind auf 2,10 Meter gegangen, getreu dem Maßstab. Angetrieben wird die riesige Stahlklaue mit Druckluft. Die Gesamtkonstruktion wird mit 17 massiven Schraubbolzen im Betonboden verankert. Falls sie sich löst, besteht Lebensgefahr. Der Radius beträgt 2,10 Meter. Die Spitze wird sich deutlich schneller bewegen. Ein Beutetier auf diese Art zu zerreißen, ist brutal, aber effektiv. Spinosaurus war für diese Technik viel zu groß. Krokodile haben allerdings noch einen Trick. Große Beutetiere packen sie oft an einem der Gliedmaßen. Sie hieven das Tier aus dem Wasser und schleudern es heftig hin und her. Die Massenträgheit des Beutetiers lässt das Bein abreißen. Das wird je nach Bedarf wiederholt. Krokodile zerschleudern ihre Beute also. Spinosaurus dürfte es ähnlich gemacht haben. Sobald Spinosaurus sein Opfer zu fassen bekam, haben es die kegelförmigen Zähne durchbohrt. Vermutlich hat er es hin und her geschleudert und dadurch in Stücke gerissen. Außerdem dürfte dabei der Hals des Opfers gebrochen sein. Wenn er es gepackt hatte, war es mit dem Opfer ziemlich schnell zu Ende. Spinosaurus war dreimal so lang wie das größte heute lebende Krokodil und sechsmal so schwer. Entsprechend riesig war auch seine Kraft. Dazu kam ein weiterer Vorteil. Trotz seiner Größe war Spinosaurus schneller als jedes seiner Beutetiere. Das musste er auch sein. Der Raubsaurier hatte jede Menge Konkurrenz. Und selbst schwerfällige Beutetiere wie der Paralititan waren erstaunlich gut gewappnet. Sie setzten ihren Schwanz wie eine riesige Keule ein. Ein Hieb mit dieser Waffe glich einem Schlag mit einem Telefonmast. Wie schafft es ein 9 Tonnen schwerer, 18 Meter langer Gigant mit einem Segel auf dem Rücken trotzdem schnell und wendig zu sein? Die Antwort liegt in seinen Füßen. Es sind zwar keine Beine von Spinosaurus erhalten, aber durch seine nächsten Verwandten wissen wir, dass er beim Laufen mit den drei mittleren Zehen auftrat. Durch diese Anpassung konnte er sich schneller fortbewegen. Bei den Füßen eines fleischfressenden Dinosauriers ging es vor allem ums Vorankommen. Wenn der 9 Tonnen schwere Koloss auf Beutezug war, mussten seine Hüften und Beinknochen enormen Belastungen standhalten. Stromer brachte die Fossilien ins Bayerische Naturkundemuseum und verschaffte der Welt einen ersten Eindruck vom Aussehen dieses ungewöhnlichen Tieres. Dieses Foto zeigt, wie die Überreste des Spinosaurus aegyptiacus in München präsentiert wurden. Aufgrund der Dornfortsätze nennt man Spinosaurus auch Dornenechse.
Hier sieht man die Rückenwirbel mitsamt der imposanten Fortsätze. Der Hirn ist etwa 1,65 Meter. Der Unterkiefer gleicht dem eines Krokodils. Ein wirklich beeindruckender Fund. Zumal es die einzigen Spinosaurier-Fossilien sind, die je gefunden wurden. Diese Abbildung vermittelt einen sehr guten Gesamteindruck. Man kann sehen, welche Wirbel Stroma hatte und welche ergänzt werden mussten. Neben dem Unterkiefer existierten einige Halswirbel. Die Fortsätze an den Rückenwirbeln sind bis zu 1,80 Meter lang. Ein paar Schwanzwirbel gab es auch. Von den Extremitäten war nichts erhalten. In diesem Punkt musste man sich an seinen nächsten Verwandten orientieren. An der aufrechten Körperhaltung erkennt man, dass es sich um eine ältere Rekonstruktion handelt. So hat man Dinosaurier während der Stummfilmzeit porträtiert. Heute würde man die Hüfte parallel zum Boden verlaufen lassen. Körper, Schwanz und Hals wären eher in der Waagrechten. Leider blieben die Überreste nicht lange erhalten. Das leidvolle 20. Jahrhundert kollidierte mit der Urzeit. Während des Zweiten Weltkriegs bombardierten die Alliierten neben Industrieanlagen auch andere kriegswichtige Ziele. Leider lag das Museum nicht weit weg von der Zentrale der NSDAP. Am 27. April 1944 bombardierten die Alliierten München und zerstörten dabei auch das Museum. 95 Millionen Jahre hatten Spinosaurus-Überreste überstanden. Dann wurden sie durch den Krieg zerstört. Da nur wenige Teile des Originalskeletts gefunden wurden, lässt es sich ziemlich schwer rekonstruieren. Uns fehlt das entsprechende Bindeglied. Diese Fotos sind alles, was vom damaligen Fund übrig geblieben ist. Sie sollen als Grundlage dienen, um den Urzeitgiganten wieder auferstehen zu lassen. Viele Fragen sind bislang offen. Wie durchbohrten sie das Fleisch? Und die Kiefer? Wie hat er zugepackt? Wie tief drangen die Klauen? Im Grunde wissen wir nur, dass er unheimlich war und groß. Hier nahm die Geschichte des Spinosaurus ihren Anfang, im ägyptischen Teil der Sahara. Zwischen 1909 und 1914 stieß der deutsche Paläontologe Ernst Stromer auf die ersten und bislang einzigen Überreste von Spinosaurus. So sah Stromers Karte aus. Hier verläuft der Nil, vom Mittelmeer bis zum heutigen Sudan. Diese Straße führt von Kairo bis zur Oase Baharia. Dieses Foto zeigt den Gebel ad-Dist, den Berg, den Stromer in seinen Tagebüchern beschrieben hat. Die Fund- und Ausgrabungsstelle liegt etwa hier, ganz in der Nähe. Stromer brachte die Fossilien ins Bayerische Naturkundemuseum und verschaffte der Welt einen ersten Eindruck vom Aussehen dieses ungewöhnlichen Tieres. Dieses Foto zeigt, wie die Überreste des Spinosaurus aegyptiacus in München präsentiert wurden. Aufgrund der Dornfortsätze nennt man Spinosaurus auch Dornenechse. Hier sieht man die Rückenwirbel mitsamt der imposanten Fortsätze. Der Hirn ist etwa 1,65 Meter. Der Unterkiefer gleicht dem eines Krokodils. Ein wirklich beeindruckender Fund. Zumal es die einzigen Spinosaurier-Fossilien sind, die je gefunden wurden. Diese Abbildung vermittelt einen sehr guten Gesamteindruck. Man kann sehen, welche Wirbel Stromer hatte und welche ergänzt werden mussten. Neben dem Unterkiefer existierten einige Halswirbel. Die Fortsätze an den Rückenwirbeln sind bis zu 1,80 Meter lang. Ein paar Schwanzwirbel gab es auch. Von den Extremitäten war nichts erhalten. In diesem Punkt musste man sich an seinen nächsten Verwandten orientieren.
An der aufrechten Körperhaltung erkennt man, dass es sich um eine ältere Rekonstruktion handelt. So hat man Dinosaurier während der Stummfilmzeit porträtiert. Heute würde man die Hüfte parallel zum Boden verlaufen lassen. Körper, Schwanz und Hals wären eher in der Waagrechten. Leider blieben die Überreste nicht lange erhalten. Das leidvolle 20. Jahrhundert kollidierte mit der Urzeit. Vergessenheit geraten, weil wir seine Knochen nicht untersuchen konnten. Trotz der wenigen erhaltenen Fundstücke konnte Spinosaurus mittlerweile ziemlich gut rekonstruiert werden. Den letzten Punkt gilt es nun zu klären, nämlich welchen Zweck das für ihn charakteristische Rückensegel erfüllte. Oft gibt es hilfreiche Parallelen zwischen heutigen und prähistorischen Tieren, in diesem Fall jedoch nicht. Da es auf der Welt heute nichts Vergleichbares gibt, können die Paläontologen über die Funktion nur spekulieren. Wozu mag das Segel gedient haben? Ein möglicher Ansatzpunkt liegt in den extremen Klimabedingungen. Es war damals wesentlich heißer als heute. Ein Tier, das sich viel bewegt, muss dringend für Kühlung sorgen. Ein prähistorischer Räuber wie Spinosaurus war ständig in Bewegung. In der Tierwelt gibt es verschiedene Kühlungsmethoden. Elefanten zum Beispiel fächeln mit den Ohren, um Wärme abzugeben. Spinosaurus Knochensegel könnte eine ähnliche Funktion gehabt haben. Das Segel hat eine große Oberfläche und kann darüber Wärme abgeben. Heißes Blut, das durch die Haut über dem Knochensegel fließt, wird auf diese Weise heruntergekühlt. Eine andere Theorie besagt, dass das Segel nicht der Kühlung diente, sondern ein besonders schmückendes männliches Attribut war. In der Tierwelt ist es weit verbreitet, dass Männchen mit imposantem Geweih oder prächtigem Gefieder protzen, um die Weibchen zu beeindrucken. Spinosaurus-Segel könnte das Pendant zum Pfauenschwanz gewesen sein. Vielleicht haben sie sich damit voreinander aufgespielt, um klarzumachen, wer der Beste ist oder den meisten Schlag bei den Mädels hat. Da bislang nur ein Skelett gefunden wurde, lässt sich allerdings nicht sagen, ob bloß die Männchen ein Segel besaßen. Inzwischen gibt es eine dritte Theorie über den Zweck des Segels, aufgestellt von italienischen Wissenschaftlern, die sich eingehend mit den Fossilien beschäftigt haben. Sie dreht sich ums Fischefangen. Die Paläontologen vermuten, dass Spinosaurus mit Vorliebe auf Fischfang ging und das Segel dabei als Köder benutzte. Sogar länger. Sie steckten in extrem kräftigen Kiefern und waren eine äußerst unangenehme Waffe. Wie zerriss er damit seine Beute? Die Antwort darauf findet sich nicht im Museum, sondern im Krokodilgehege. Der Biologe Kent Fleet sieht zwischen Spinosaurus und heutigen Krokodilen viele Parallelen. Wenn man diesen Schädel mit dem von Spinosaurus vergleicht, sieht man, dass beide einen ziemlich flachen Schädel mit einer langen, schlanken Schnauze haben. Dazu kommen die kegelförmigen Zähne. Krokodile haben die stärkste Beißkraft, die je bei Tieren gemessen wurde. Sie haben enorm kräftige Kiefer. Allerdings sind ihre Zähne nicht dafür gemacht, ein Beutetier in mundgerechte Stücke zu reißen. Wenn sie nicht mit den Zähnen töten, wie dann? Sie packen die Beute und drehen sich in der sogenannten Todesrolle.
Allein durch die Körpermasse wird das Opfer in Stücke gerissen. Ein Beutetier auf diese Art zu zerreißen, ist brutal, aber effektiv. Spinosaurus war für diese Technik viel zu groß. Krokodile haben allerdings noch einen Trick. Große Beutetiere packen sie oft an einem der Gliedmaßen. Sie hieven das Tier aus dem Wasser und schleudern es heftig hin und her. Die Massenträgheit des Beutetiers lässt das Bein abreißen. Das wird je nach Bedarf wiederholt. Krokodile zerschleudern ihre Beute also. Spinosaurus dürfte es ähnlich gemacht haben. Sobald Spinosaurus sein Opfer zu fassen bekam, haben es die kegelförmigen Zähne durchbohrt. Vermutlich hat er es hin und her geschleudert und dadurch in Stücke gerissen. Außerdem dürfte dabei der Hals des Opfers gebrochen sein. Wenn er es gepackt hatte, war es mit dem Opfer ziemlich schnell zu Ende. Spinosaurus war dreimal so lang wie das größte heute lebende Krokodil und sechsmal so schwer. Entsprechend riesig war auch seine Kraft. Dazu kam ein weiterer Vorteil. Trotz seiner Größe, wenn sie nicht mit den Zähnen töten, wie dann? Sie packen die Beute und drehen sich in der sogenannten Todesrolle. Allein durch die Körpermasse wird das Opfer in Stücke gerissen. Ein Beutetier auf diese Art zu zerreißen, ist brutal, aber effektiv. Spinosaurus war für diese Technik viel zu groß. Krokodile haben allerdings noch einen Trick. Große Beutetiere packen sie oft an einem der Gliedmaßen. Sie hieven das Tier aus dem Wasser und schleudern es heftig hin und her. Die Massenträgheit des Beutetiers lässt das Bein abreißen. Das wird je nach Bedarf wiederholt. Krokodile zerschleudern ihre Beute also. Spinosaurus dürfte es ähnlich gemacht haben. Sobald Spinosaurus sein Opfer zu fassen bekam, haben es die kegelförmigen Zähne durchbohrt. Vermutlich hat er es hin und her geschleudert und dadurch in Stücke gerissen. Außerdem dürfte dabei der Hals des Opfers gebrochen sein. Wenn er es gepackt hatte, war es mit dem Opfer ziemlich schnell zu Ende. Spinosaurus war dreimal so lang wie das größte heute lebende Krokodil und sechsmal so schwer. Entsprechend riesig war auch seine Kraft. Dazu kam ein weiterer Vorteil. Trotz seiner Größe war Spinosaurus schneller als jedes seiner Beutetiere. Das musste er auch sein. Der Raubsaurier hatte jede Menge Konkurrenz. Und selbst schwerfällige Beutetiere wie der Paralytitan waren erstaunlich gut gewappnet. Sie setzten ihren Schwanz wie eine riesige Keule ein. Ein Hieb mit dieser Waffe glich einem Schlag mit einem Telefonmast. Wie schafft es ein 9 Tonnen schwerer, 18 Meter langer Gigant mit einem Segel auf dem Rücken trotzdem schnell und wendig zu sein? Die Antwort liegt in seinen Füßen. Es sind zwar keine Beine von Spinosaurus erhalten, aber durch seine nächsten Verwandten wissen wir, dass er beim Laufen mit den drei mittleren Zehen auftrat. Wenn sie nicht mit den Zähnen töten, wie dann? Sie packen die Beute und drehen sich in der sogenannten Todesrolle. Allein durch die Körpermasse wird das Opfer in Stücke gerissen.
Ein Beutetier auf diese Art zu zerreißen, ist brutal, aber effektiv. Spinosaurus war für diese Technik viel zu groß. Krokodile haben allerdings noch einen Trick. Große Beutetiere packen sie oft an einem der Gliedmaßen. Sie hieven das Tier aus dem Wasser und schleudern es heftig hin und her. Die Massenträgheit des Beutetiers lässt das Bein abreißen. Das wird je nach Bedarf wiederholt. Krokodile zerschleudern ihre Beute also. Spinosaurus dürfte es ähnlich gemacht haben. Sobald Spinosaurus sein Opfer zu fassen bekam, haben es die kegelförmigen Zähne durchbohrt. Vermutlich hat er es hin und her geschleudert und dadurch in Stücke gerissen. Außerdem dürfte dabei der Hals des Opfers gebrochen sein. Wenn er es gepackt hatte, war es mit dem Opfer ziemlich schnell zu Ende. Spinosaurus war dreimal so lang wie das größte heute lebende Krokodil und sechsmal so schwer. Entsprechend riesig war auch seine Kraft. Dazu kam ein weiterer Vorteil. Trotz seiner Größe war Spinosaurus schneller als jedes seiner Beutetiere. Das musste er auch sein. Der Raubsaurier hatte jede Menge Konkurrenz. Und selbst schwerfällige Beutetiere wie der Paralytitan waren erstaunlich gut gewappnet. Sie setzten ihren Schwanz wie eine riesige Keule ein. Ein Hieb mit dieser Waffe glich einem Schlag mit einem Telefonmast. Wie schafft es ein 9 Tonnen schwerer, 18 Meter langer Gigant mit einem Segel auf dem Rücken trotzdem schnell und wendig zu sein? Die Antwort liegt in seinen Füßen. Es sind zwar keine Beine von Spinosaurus erhalten, aber durch seine nächsten Verwandten wissen wir, dass er beim Laufen mit den drei mittleren Zehen auftrat.